Herzlich willkommen, Leute, zu einer Runde Smite. Lange ist es her, dass ich Smite mal wieder gespielt habe und jetzt sind wir wieder dabei. Es hat sich so unglaublich viel verändert, nicht nur vom Spielgeschehen her, auch von den Göttern, von den Fähigkeiten, aber auch von dem ganzen Drumherum, von der Optik, die Grafik an sich, die Overlays, die so, ach, alles, einfach alles. Und jetzt spielen wir selbst mal wieder Smite. Für die Leute, die jetzt vielleicht auch erst einschalten, Smite ist ein MOBA-Spiel aus der Third-Person-Ansicht, welches ich ganz am Anfang auf YouTube schon gebracht habe und womit ich, man kann sagen, auch zum Teil groß geworden bin. Spiele Smite an sich wirklich sehr, sehr gerne und wollte damit jetzt auch mal wieder anfangen. Zusätzlich dazu, ja, kann ich auch schon sagen, gibt es diesmal einen Anmeldelink unten in der Videobeschreibung. Wer also Smite noch nicht gespielt hat, kann sich gerne darüber anmelden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ich würde mich sehr freuen, mich würde es sehr unterstützen und für die neuen Spieler würde ich gerne sozusagen das Angebot machen, wer sich darüber einen Account macht unten, spielt mit uns zusammen im Livestream und wir spielen mit und gegeneinander, also so ein kleines wirklich Custom-Match, da werde ich bestimmt noch den einen oder anderen TTler dazu bekommen mitzumachen und fangen wir mal wieder bei Null an. Das gilt natürlich nur für Leute, die jetzt neu anfangen würden oder halt einen frischen Account haben. Damit das ein bisschen fairer ist, gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Vielleicht verlosen wir auch was aus Smite. Aber das sehen wir alles dann. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung der Link zum Anmelden. Wir werden im Livestream das ein oder andere Mal zusammen reinschauen. Ich habe jetzt wieder Bock, öfter Smite zu machen. Vielleicht kommen dazu auch ein paar Videos auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet. Wie gesagt, uns bringt was, ist der typische Affiliate-Link. Ja, und jetzt erstmal Action Jackson Arena-Style, wie damals immer. Ich spiele Loki mit meinem super coolen Outfit. Ich habe keinen Buff bekommen. Team is not confident in my moves. Ja, wenn ich mich nicht täusche, habe ich einmal einen Clone, ja. Dann habe ich einmal so einen Backstabber und einen Stealth. Und meine Ulti ist Teleport. Mehr könnte ich eigentlich gar nicht. Von daher, Itzen Pilzen. Oh, sieht neu aus. Schade, hätte er den zurückgeworfen, hätten wir ihn gehabt. Dann hau ich wenigstens das Minion. Obwohl, könnte auch am Skin liegen, dass es so aussieht. Wir werfen erstmal meinen Minion da rein. So, jetzt können wir ihn schon stabbern. Oh Gott, wir haben zwei Assassinen im Team. Einen Magier und einen Off-Tank. Das heißt, wir sind noch nicht mal richtig ausgestattet. Die haben Vulcan hinten am Start. Und viele erkenne ich auch gar nicht. Alles leuchtet so krass. So, ich bin mal gespannt auf den ersten Fight und wer ihn initiated. Bastet springen wir wieder rein und raus. Es ist halt keine Escapes hier gerade für sie. Wäre natürlich jetzt optimal, wenn Sobek sich wen packen würde. Mal sehen, ob das geht. Ja. Komm, 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 komm. Hier um die Ecke. Alles klar, den einen Kill haben wir geholt, so mit 1-1, was die Kills an sich angeht. Wir haben nur leider mehr Minions durchgelassen, und zwar eine ganze Menge. Wenigstens konnte ich dann noch den Revenge-Kill klar machen. Weiß gar nicht, wie heißt denn die gute Dame nochmal? Sind viele, Shang-He, genau. Sind auch viele Götter wieder dazugekommen. Ein paar haben sich sogar komplett verändert, also vom Spielstil her. Da muss man erstmal wieder reinfinden. Also allgemein, auch was Items kaufen angeht. Es gibt mehr Active Trinkets als damals. Muss ich selber erstmal wieder reinkommen. Deswegen starte ich hier ganz normal mit Aegis, weil wir ein Ares im Gegnerteam haben. Und Sprint, weil ich Loki bin. So, ich hoffe ja, dass Sobek wen parkt. Sobek war damals King of the Ring, mein Lieblingschampion übrigens, also mein Lieblingsgott im ganzen Game gewesen. Und ja, wurde dann ein bisschen genervt, weil too strong, too tanky, too everything. Wir müssen mal schauen, ob wir da uns wen packen. Wir müssen nämlich sneaky beaky sein, wir sind nämlich ein Assassin. Momentan noch gar nicht so schnell unterwegs, Alter. So. Den Aim Strike auf jeden Fall schon mal voll gemacht, der kommt nach dem Stealth. Ja, ich hätte einen Buff kriegen müssen, die Bobs. Ach, Mist, muss ich meine Ulti zum Escapen nutzen, ey. Scheiße. Ich habe zwar ein bisschen Damage gemacht, aber weitem nicht genug. Wir haben sich wieder ein paar Leute packen lassen. Gerade von Ares rein teleportieren Ulti. Sieht also nicht ganz so gut aus für uns gerade. Komm, aber wenn wir Bastet jetzt da einen Slow noch drauf bekommen. Oh, was ist denn das? Das Ra?
Nein, haben die Ra? Die haben keinen Ra, oder? Mist, war das viel Damage, was ich da abbekommen habe in dieser Sonne. Nennen wir es einfach mal Sonne. Mal upgraden, von daher nochmal rein. Hätte ich gerade auch schon machen können, habe ich nicht gekauft anscheinend. Shit. Aber wir sind noch dran, 10 ist nicht schlimm. Hier nochmal so einen Clone rein. Dann bleiben die Minions eh gerade mal in der Mitte stehen. Zack, dann mit sogar das Geld für ein. Da will wir rechts den Mana-Buff holen. Jawohl, du Arsch. Da hat er mich. Damit bin ich im. Oder? Wow. Irgendwas muss mich gerettet haben. Nee. Es war nur ein Bait für Busted. Also ich kann nicht viel machen. Zobek, komm da weg. Zobek, komm weg. Ich hab keinen Mana. Oh Gott, ich kümmere mich mal ganz kurz um die Minions. Ach, Zobek hat es ja gut weggetankt. Da konnten wir nochmal richtig gut rauskommen. Das hat sich eigentlich gerade gelohnt. So, Titans Bane war ich eigentlich später. Ich will erst einen Deathbringer haben. Wir gehen gerade auch mal in Führung. Ist eigentlich eine ganz schöne Abwechslung. Erstmal wieder meinen Clone in die Mitte packen, um die Minions ein bisschen zu stoppen. Immun! Ah, Chang'e! Verflucht sei deine, du und dein Hase! Aua! Gut gepackt hier von Skiller mit dem Stun, mit dem Snare und dann wunderschön von Zobek. Mich diesmal leider nicht, Bro. Ah, zu früh! Erstmal raus, erstmal, ne. Au, Aegis hält echt nicht lange. Habe ich zu früh gedrückt. Mein Fehler gewesen. Eure Physical 30% Penetration und das macht später Crit. Ja. Mist, da habe ich zu früh gedrückt. Ihr habt gesehen, ich habe das Aegis gehabt. Das sollte mich eigentlich unverwundbar machen. Also auch, dass ich nicht angezogen werden kann. Aber ich habe es zu früh aktiviert. Und danach kam sozusagen erst das Ranziehen von ihm. Von daher habe ich da ein bisschen verkackt. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir packen können. Ich habe jetzt leider länger Cooldown als Ares auf seine Ulti. Ich bin jetzt leider schon einmal down gegangen dadurch. Mana Camp brauche ich nicht, obwohl gerade mehrere da sind. Auch oben links das Camp ist mir sehr wichtig. Damage bzw. CDR. Okay, das war nicht für mich. Shit! Mana war das. Das war der falsche. Aber ich war jetzt leider dran gewesen. Gib mir noch einen Tick? Ja. Tricky! It's trick to rock a rhyme, it's right on time. Da wollten sie mich schnabulieren. Man hat es auf der Minimap gesehen, aber da habe ich mir gedacht, nee, Alter, lass mal die Kai. Star Wars Loki on the scene. So, Attack Späte. Kriegen die gerade gar nicht mit. Von daher easy buff. Mist! Oh.
Ham Hot, sag ich euch. Ham Hot. So, Critical Power weniger Crit, mehr Crit und Movement Speed. Hätte man sogar hier hingehen können, aber ist nicht so schlimm. Movement Speed ist gar nicht so schlecht in der Arena. Ah, gut, gegen Ara. Das möchte ich mir nie anlegen, obwohl ihr wieder ein RE gesubbt. Das heißt, ich könnte diesmal einen Zug sozusagen beenden. Da kommt er nämlich, hat er mich auch. Und jetzt drücke ich es. Ja, es war ganz knapp. Hat er keinen rangezogen. Wieder immun. Ich versuche die ganze Zeit. Das war's. Ne. Ich muss aufhören, Chang He anzugreifen. Ich muss mir Bastet holen, nachdem sie zweimal gesprungen ist. Chang He leider zu strong mit ihrem unverwundbaren Move. Also gutes Timing. Und das war das, was ich meinte mit Bastet springt dann einfach mal weg. Aber jetzt könnten wir Chang'e doch haben. Erwischt haben wir sie. Ich habe leider nicht genug HP, um weiter zu pushen. Deswegen haue ich schnell ab. Halben Balken ist kacke. Ist natürlich blöd, wegen dem halben Balken zurückzurennen. Aber ich habe noch keinen Life Leech. Ich muss den Deathbringer jetzt erstmal mitnehmen. Holen wir dann Teil ins Bane. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Armor Penetration. Könnte ich vielleicht auch mal Vamana und so angreifen. Wir haben sogar zwei Kills mehr als die, aber dadurch, dass die halt da gerade was durchgebracht haben. Die nutzen nicht das Aegis dagegen, sondern Beats, glaube ich. Funktioniert dann schon auch wieder. Wurde ja auch immer gewechselt. Ist ja immer hin und her. Club. Den Buff nehme ich mir mit. Sieht gut aus mittlerweile. Das schon wieder war Mana. Kacke. Ja, da kriege ich noch einen Dot mit drauf. Alle mal wieder angehauen. Aha! Vulcane hat sie noch bekommen. Das freut mich. Mindestens den Sanken noch umgehauen. Und dadurch ging sie jetzt aber auch noch mit down. 11 zu 10. Von den Punkten her führen wir wieder. Wir haben nämlich das große Ding durchgebracht, glaube ich. Das war es somit wert gewesen. Müssen wir mal schauen, dass wir hier Bastet bekommen. Das da muss weg. Schauen wir mal hin. Das ist nicht gut. Das war richtig. Oh, shit. Boah. Vermanner, du Arsch. Hat mich nochmal aufgehalten. Das hat natürlich jetzt viel gekostet. Und 5er. Ein Kill ist ein 5er, von daher war der wichtig gewesen. Auch wenn das große Ding 10 abgezogen hat, haben wir die 5 mitgenommen. Hammer upgraden wieder. Bane. Moment, Moment, Moment. Ich hab den Bane schon, ne? Ich hab den. Nein, ich hab das. Ich will jetzt was anderes. Genau. Huh! Okay, wir sind auf jeden Fall wieder. Oh nein, 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 Ara, es gibt sie keinen. Alter, war Mana, kloppt mir aber auch zu brei. Der hat mich auch nicht weggelassen. Ich hätte mit dem Stealth leider nichts machen können, außer irgendwen anzugreifen. Oh, da hat er mich aber echt runtergekloppt, der Sack. Yeah, ich mag sein Gangster-Outfit mit den, Ja, ihr wisst schon. Das ist nicht wahr. Den kriegst du nicht mal mit so wenig HP down. War Mana aber vielleicht. Nehme ich ihn mal kurz dann. Ja.
Den kriegen wir wenigstens down. Ist immerhin einer. So big, what's wrong? Was sollte das denn? Keine Minions durchlassen. Okay. Zwei Leute schon mal gestabbert. Ja. Die Lanze bitte, den Morningstar. So, jetzt sieht es aber wieder ganz gut aus. Jetzt sind wir schon mal ein paar Kills vorne. 10 Points ist nicht viel leider, aber wir sind vorne. Das ist gut. Ja, 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 ja. Jetzt auf jeden Fall back off. Ich hole mal. Versuch's. So. Minions halten wir auch schön da. Nimm nicht den. Oh yeah. Mist, ich musste schon wieder meine Escape-Skill nutzen, nur um aus dieser, meine Ulti nutzen, nur um aus diesem Dreck rauszukommen. Ich hatte die Bastard gehört, das war unsere, nicht deren. Ich wollte ihn nur ein bisschen aufhalten, ja. Jetzt hat er wenigstens einen Flammenatem auf mich gemacht und nicht auf den, den er da eigentlich killen wollte. An sich gar nicht so schlecht gewesen. Muss aber ein bisschen die anderen retten, denn jeder Kill zählt leider, ihr kennt das. Den kann man hier von hinten können kaputt hauen. Den kann man schnell aus den Socken hauen. Shanghea war da hinten. Bamana. Shit, so, wer kommt nicht weg und ich komme nicht ran. Ah, die olle Katze hat nichts mehr. Die hat irgendwann einen Lifesteal da gehabt. Wieso respawn ich eigentlich so schnell, weil es unentschieden steht? Also weil wir fast gleich auf sind. Instant Spawn. Glaube ich. Loki deals more damage from his base when hitting enemies from behind. Ja, ist ja klar. Mann, wird das knapp. Das war's für mich. Das war mein Fehler gewesen. I can see. Oh nein, und ich habe noch mal mehr Cooldown als er Ulti hat. Shame muss da rein. Geh nicht schon wieder raus, so weg. Ja. Mach mal schön die Minions hier so aufzuhalten. Okay. Alles klar. Gut, das war wichtig gewesen. Jetzt wird auch nochmal heiß. Brawlers Beatstick. Let's go! Vamana, du schickter kleiner Hund, ist durchgerannt, extra zu mir.
Aviv da. Kleiner Kerl. Dann nehme ich dich aber auch noch mit ins Grab. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Einer von unseren zwei von denen so wegstirbt. Ja! Yeah! Vamana! Weil der Sack war, der mich die ganze Zeit töten wollte, habe ich mir Vamana noch gepackt. Leute, die Crowd jubelt, Leute. Eine Runde Smite wurde mal wieder gespielt. Ding, 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 ding. Yes, freut mich auf jeden Fall. Und wenn es euch gefällt, schaut mal in der Videobeschreibung. Dort ist ein Anmelding. Das Spiel ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal zusammen zocken. Schreibt mir euren Namen doch am besten mal in die Videobeschreibung und ansonsten sehen wir uns im Livestream. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.